Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Wir fangen heute direkt gleich einmal an mit den Scouts. Die holen wir uns jetzt erstmal ab und dann schauen wir mal, was uns da drin überrascht. Ich hoffe da auf mindestens einen 5-Sterne-Spieler. Das wäre schon mal nicht so verkehrt. Oh, es ist ein 6er. Ein 6-Sterne-Spieler. Es ist Kingsley Coman, rechts außen, 80er Stärke. Sehr schön. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass wir einen 6er bekommen. Playerpot haben wir nicht. Energiescout, der läuft noch. Das sind noch 18 Tage Zeit. Und hier können wir wieder Videos gucken. Und das werden wir auch direkt machen. Wir sehen uns die drei Spieler an. Spieler Nummer 1 ist wieder keine Rakete. 2 Sterne Torhüter. Spieler Nummer 2. Auch wieder keine Rakete. Immerhin 3 Sterne links außen, erst 19. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich habe schon die Idee, wie unsere Mannschaft aussieht. Spieler Nummer 3 wird sein. Auch wieder keine Rakete. Es ist immerhin ein 3 Sterne Rechtsverteidiger. Oh, 18 Jahre. Das ist gut. Dann schaue ich jetzt mal noch ins Scouting-Feld. Was gibt es denn hier noch so Schönes? Kostenlos den nicht mehr, aber den Energiescout, den nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Und jetzt sind wir bei unserem Scout. 5 bis 7 Sterne. Es wird wahrscheinlich nur ein 5er werden. So sieht's aus. Ah, 27 plus ist seine Fähigkeit. Ja gut. So, in dieser Folge werden wir mal ein bisschen rumgucken, was wir noch alles erledigen müssen. Ich glaube, wir haben noch eine Rookie-Aufgabe. Das wäre, glaube ich, der Aufstieg in Liga 3. Ach nee, wir sind ja schon wieder bei der 4. Alles klar, bieten Sie auf dem Markt. Dafür müssen wir ein Gold opfern. Befördern Sie einen Jugendspieler. Besuchen den Ort eines Freundes. Prüfen Sie die Bilanz Ihrer Finanzen. Ja. Ah, Finanzen. Bilanz. Schauen wir mal rein. Jupp, haben wir so gemacht. Haben wir die Aufgabe abgeschlossen. Dann machen wir mal noch Rookie-Aufgabe. Den Ort besuchen. Wie macht man das? Besuchen. Okay. Ah, der Ort ist schon richtig gut ausgebaut. Das ist halt von meinem Hauptaccount. Trainingsanlage auf Stufe 9. Wir sehen, was hier abgeht. Fanclub 7, Jugendakademie 8, Büro Stufe 8, Stadion Stufe 8. Ja, das ist der Wahnsinn. Sieht ganz gut aus, wenn man das Spiel eine Weile spielt. Dann kommt man da auch an alle Boni eigentlich ran. Okay, dann haben wir die zweite Aufgabe, also 2 Aufgaben abgeschlossen. Genau. Befördern Sie einen Jugendspieler, will ich jetzt noch nicht machen. Wir haben zwar Jugendspieler drauf, aber die will ich eigentlich noch nicht reinholen. Oh, es gibt 2 Geschenke. Sehr gut. Freundesanfragen wurden angenommen. Das ist wieder der Fehler im Spiel. Okay, schauen wir bei den Freunden nochmal rein. Denn Freunde hatten ja angenommen. Vielleicht können wir wieder was senden. Jo, sieht gut aus. Okay, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir rein ins nächste Spiel. 7. Spieltag. Rein da. Wir sehen uns dann immer zum Endergebnis. So kommen wir da relativ schnell durch. Mannschaft sieht so aktuell aus. Oh, Becker auf eine 71. 4:0 gewinnen wir das Ligaspiel. Ich will mal noch schnell reingucken, wie weit wir denn bei Messi schon sind. 110. Das heißt, es gibt bald einen Sondertrainer, Platz hinzufügen. Ah, es fehlen noch 90 Tore, dann haben wir den Messi fertig. Also sehr gut. Wir gehen direkt in das nächste Ligaspiel. Der 8. Spieltag geht zu Ende. Wir gewinnen 3:0.
Na, das ist doch gut. So muss das hier weiterlaufen. Das Training ist abgeschlossen. Ab. Wahnsinn ab. Ich werde das jetzt mal ein bisschen anders machen. Das dauert mir hier einfach zu lange. Es gibt eine sogenannte Trainingsreihenfolge für Spieler ab 21. Und das heißt, ein Stürmer muss als erstes Geschwindigkeit voll austrainieren, dann offensiv, dann Fitness, Technik, Standardsituation und defensiv. Aber ich glaube, wir machen ja Geschwindigkeit, ne? Ne, wir machen ja Fitness. Wir gehen hier in die Geschwindigkeit rein und trainieren den dahin weiter aus. Solange, wie wir es noch können mit Arp. Da er erst 22 ist, hat er noch 8 Jahre vor sich. Aber ja, 14 Trainingseinheiten braucht er bei einem 3-Sterne-Trainer. Das ist halt nicht so gut. Unsere E-Mails, da gibt es wieder ein paar. Eine Freundschaftsanfrage wurde angenommen. Freundschaftsanfrage war wieder eine bei. Da schauen wir mal rein, wer es war. Neu, Thomas Tuchen, ne? Ja, Thomas Tuchen. Dann können wir nachher nochmal gucken, ob wir noch was versenden können. So, wir haben jetzt noch ein Spiel, denn ist unser. Ich weiß gar nicht, was wir gerade ausbauen. Unsere Jugendakademie ist denn fertig. Und wenn die Jugendakademie fertig ist, gehe ich sofort wieder auf die Trainingsanlage. Ich will die noch ein bisschen verbessern, dass wir vielleicht mehr Spieler trainieren könnten. So, 9. Spieltag und dann geht's ins Trainingslager schon. Wir schauen mal unsere Mannschaft. Vielleicht können wir die mal ein bisschen durchmischen. Ja, ich würde jetzt Reka mal nach links nehmen, damit Luis mal eine Pause bekommt. Bastians lassen wir mal spielen für Schäfer. Solange wir über die 600 bleiben, ist das eigentlich okay. Griesmann bekommt eine Pause, er ist schon auf 92. Und Marin spielt mal für Sabiri. Ja, ich glaube, so können wir damit ganz locker reingehen. Das war ein knapper Sieg, ein 3 zu 2. Aber immerhin haben wir gewonnen. Und jetzt gehen wir eigentlich auch schon ins Trainingslager, da die Hälfte der Saison um ist. Und dann geht es immer ins Trainingslager. Erstmal die Jugendakademie verbessert. Und ich habe mich gerade mal belesen, ich wollte ja die Trainingsanlage erhöhen. Wir schauen mal, was unser Heimatort sagt. Und wir können die Trainingsanlage erhöhen. So wie es aussieht, schauen wir mal rein. Die Jugendakademie ist fertig. Ist okay. Trainingsanlage. Als erstes immer die Trainingsanlage erhöhen. 5 Spiele, 2,5 Millionen. Ja, das machen wir so. So weit wie es geht. Am besten bis auf Stufe 5, wenn es geht, ohne dass wir zusätzlich irgendwas brauchen. Okay, dann gehen wir mal ins Trainingslager. Da können wir aktuell immer nur noch die erste Stufe auswählen. Das bringt uns halt gar nichts, weil wir nicht auswählen können, was trainiert werden soll. Es wird halt einfach alles trainiert. Marin geht wieder auf 70, aber ja, der ist eigentlich schon uninteressant, der ist schon 33. Engels geht auf 66, der ist 29, der ist auch schon interessant, aber einer der Stammspieler geht halt nicht hoch. Schade eigentlich. Aber Becker ist halt schon auf einer 81. Ich guck mal, was wir hier abgeschlossen haben. Ja, es gibt wieder dreimal Gold. Ja, wir sind schon bei 162 Gold. Wir haben nicht einmal Gold ausgeben müssen, bis auf dem Anfang, wo wir das Tutorial genutzt haben. 5 Bälle haben wir noch übrig. Das ist vollkommen in Ordnung. Da gehen wir doch direkt ins nächste Spielchen. Hinrunde also. Erstes Spiel in der Rückrunde. 10. Spieltag. 2 zu 0. Tragen Sie 20 Partien aus. Damit haben wir das also auch geschafft. Haben wir wieder eine Aufgabe abgeschlossen. Und es gibt 5 Gold. So, was haben wir denn jetzt hier noch offen? Ein Video müssen wir uns ansehen. Das machen wir schnell. Okay, haben wir das fertig? So, was haben wir denn hier noch? Schaffen Sie alle wirklichen Herausforderungen? 4 Tage Zeit noch. Schaffen Sie mindestens 20 Spiele ohne Gegentor? 10 fehlen uns noch. Nutzen Sie 20 Ausdauerkits.
Okay, die können wir gleich machen. Sobald unsere Spieler weiter unten sind mit ihrer Fitness. Wir schauen mal rein, wie unsere Mannschaft aussieht für das nächste Spiel. Ja, aktuell brauchen wir keine Ausdauerkits. E-Mail-Verkehr. Da ist wieder bestimmt nichts bei. Genau. Gehen wir hier noch ins letzte Spiel. Dann sind unsere Bälle verbraucht. Ich glaube, wir können ja noch zwei Videos sehen. Oh Freunde, es ist passiert. Die erste Niederlage. Wir verlieren unser erstes Spiel gegen einen menschlichen Gegner. Es ist halt Wahnsinn. Manchmal hat das Spiel seine eigenen Gesetze. Aber so ist es halt. Passiert, können wir nichts gegen machen. Schauen wir hier mal schnell ein Video an, damit wir noch ein Spielchen machen können. So, ich habe mir jetzt ein Werbevideo angesehen, wie wir das hier machen können. Und dadurch bekommen wir jetzt einen Ball und können in das Pokalspiel gehen. Das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Unsere Mannschaft braucht immer noch keine Ausdauer. Das würde ich halt gerne noch anwenden wollen. Zweite Pokalrunde. Sieg eingefahren. Ein 4 zu 0. Das haben wir bis jetzt sehr gut gemacht. Wie sieht es denn aus bei Messi? Haben wir denn schon 122? Drei Tore müssten noch fehlen für die nächste Belohnung. Genau. Ja, okay. Dann müssten wir jetzt nochmal ein Video sehen und dann können wir nochmal ein Spiel machen und dann sind wir auch schon fast durch. Wir haben jetzt nochmal einen Ball und können damit in das nächste Spiel starten. Wir können jetzt endlich mal ein paar Ausdauer-Kits anwenden. Payen ist ja auch schon auf eine 70 hoch. Griezmann hat die 92. Figuli ist schon auf 80. Aber hängt immer noch bei den 68 rum. Naja, egal, rein ins Spiel. Das Spiel ist vorbei. Ich kann euch sagen, wir haben gewonnen. 3 zu 1. Nun zumindest 20 Ausdauer-Kits. Die Aufgabe haben wir also auch abgeschlossen. Neuer Entwicklungsbericht über den Leihspieler. Der Leihspieler, der eigentlich für uns total uninteressant ist. Da er 25 ist und wir ihn einfach nur noch mit durchschleifen, ja, macht auch nur einen Punkt gut. Gut, wenn wir jetzt noch 2 Minuten warten, dann können wir noch ein Spiel machen und dann würden wir den Tag abschließen, diese Folge. Also checken wir nochmal schnell alles durch. Belohnung. Belohnung für Messi-Tor, damit haben wir das also erreicht. Wir bekommen einen Sondertrainerplatz hinzugefügt, 6 bis 7 einmal. Die wären auch später interessant. 25 Vorlagen, auch uninteressant. So, haben wir hier hinten noch was abgeschlossen. Ja, da gibt es die Goldmünzen. Jetzt müssen wir nur noch 9 Spiele ohne Gegentor machen und dann haben wir das alles fertig. Einmal anmelden noch, gewinne 50 Saisonrunden. Ja, das geht alles nebenbei. Okay, eine Partie noch für den Heimatort, dann sind wir da auch fertig. Ich gehe nochmal schnell gucken, ob wir nochmal Freunde einladen können. Sowas zum Beispiel, wenn ich das sehe, 2 Tage inaktiv. 2 bis 3 Tage inaktiv und die fliegen bei mir gleich raus. Da suche ich mir lieber Leute, die aktiv sind. Hier sind noch ein paar, die aktiv sind. Das ist aber auch schon ein bisschen her. Okay, Anfragen kann ich nicht mehr versenden. Da habe ich genug gemacht. Jetzt haben wir nur noch hier wenige Sekunden, bis wir den nächsten Ball haben. Und dann haben wir ihn schon. Dann können wir noch ein Spiel machen und dann beenden wir die Folge für heute. Wir werden mal einen Booster aktivieren. Ich weiß gar nicht, was wir haben. Was wir nutzen können. Ja, Energie, 3 Stück. Die werden wir mal benutzen. Und dann gehen wir ins Spiel. Damit ist das letzte Spiel in dieser Folge durch. Wir gewinnen hier 3 zu 0. Damit hat sich unsere Trainingsanlage auf Stufe 2 verbessert. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir die auf Stufe 3 gleich weiter verbessern können. Unser Spieler, den wir nicht brauchen, macht eine große Entwicklung. Das ist der Wahnsinn. So, schauen wir mal rein. Trainingsanlage ist jetzt fertig. Auf Stufe 2. Ja, können wir die jetzt auf Stufe 3 verbessern? Geht das?
Ja, es ist nichts vorgesehen. Also 10 Spiele, 4 Millionen. Na, das machen wir dann in der nächsten Folge fast fertig auf Stufe 3. Sehr schön. Wir können die Bauzeit sogar noch reduzieren, indem wir Videos gucken. Ich schau mal schnell Video. Das Video haben wir uns angesehen. Und nochmal als Tipp für euch: Nutzt wirklich die Chance, wenn ihr irgendwelche Videos ansehen könnt, für eine Spielreduzierung, für Bälle zu bekommen, um Manager zu bekommen, um Spieler zu bekommen. Schaut die Videos euch an, nimmt euch die Zeit. Am Anfang ist es halt echt wichtig. Also schauen wir jetzt gleich noch das zweite Video an. Damit haben wir uns das zweite Video auch noch angesehen. Und wir haben somit nur noch 8 Spiele offen für die Trainingsanlage. Ja, genau, mehr können wir nicht ansehen. Wir können mal reingucken noch, bevor wir die Folge beenden, wie das denn aussieht. Ob es welche Vorlagen gibt hier bei der, wo ist denn das? Spielerentwicklung. Genau, wir müssen hier Trainingsanlage Stufe 3 freischalten. Und dann müssen wir hier in fortgeschrittene Division 1 sein. Also wir machen Stufe 3 gerade. Und das heißt, wir können 3 Spieler trainieren. Das ist wichtig und richtig. Aber hier haben wir wieder eine Aufgabe abgeschlossen. Genau, Trainingsanlage Stufe 2. Es gibt wieder Belohnung. Okay, damit sind wir durch in dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut. Tschüssi.